Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen bei der Telefonzige. Da schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mich heute mit einer doch recht ordinären Datenfalle beschäftigen, die ich trotzdem hier dran nehme, weil sie massiv beworben wird und auch massiv geteilt wird und mich viele, viele Leute unabhängig voneinander darauf angesprochen haben. Darum finde ich es wichtig, dass wir hier einmal Stopp sagen und dass ich unter dieser Facebook-Seite unter diesen Kommentaren dieses Video einmal als direkte Antwort raushaue, damit die Menschen wissen, was los ist und der Ersteller des Ganzen vielleicht weiß, dass sie sich nicht ungestraft und nicht ungehindert hier an den Daten der Menschen vergehen und sie anlügen kann. Also, wenn du von dieser Facebook-Seite kommst und dir dieses Video jetzt anschaust, dann hast du den ersten richtigen Schritt gemacht, nämlich dich unabhängig zu informieren und nicht das zu glauben, was im Internet steht und versprochen wird, erst recht nicht, wenn es um Geldgeschenke, Produktproben oder sonst irgendetwas geht. Wir schauen uns die Seite an. Stutzig werden sollten wir schon bei best-food. Man kann bei Facebook Leerzeichen verwenden, warum sollte man sowas tun? Zweitens, hier steht McDonald's. Die haben sich das Firmenlogo von McDonald's geklaut oder zumindest das Foto, auf dem hier der goldene Bogen zu sehen ist, werben mit McDonald's-Produkten und versprechen eben hier, wir suchen nach den Testern von der neuen McDonald's-Burger. Bei dem Deutsch sollte einem schon klar werden, dass hier irgendwas nicht normal ist. Weiter geht's. Wir suchen McDonald's-Tester. Tester müsste man hier in diesem Fall groß schreiben. Hier wirkt schon seriös, McDonald's Produkttester, Angebote beanspruchen, ich beanspruche etwas für mich, hat einen Marketingwert, dass man sagt, okay, das will ich haben, man erweckt bei den Menschen einen Besitzanspruch, daher beanspruchen, die Leute wollen das haben. Bitte nehmen Sie an einer Mini-Umfrage teil, hier oben steht noch, wir suchen Tester, jetzt sollst du plötzlich an einer Umfrage teilnehmen. Schön ist, dass hier sehr viele Menschen warnen. Traurig ist, dass sehr viele Menschen, teilweise Dutzende ihrer Freunde, Arbeitskollegen und Familienmitglieder markieren und die damit auf diese Seite locken. Gut, es handelt sich hier nicht um McDonald's, aber um was geht es? Das kann ich auch ganz einfach sagen, das ist ein Thema, mit dem ich mich hier auf dem Kanal intensiv beschäftige, das sind sogenannte Datenfallen. Und das ist nicht erst aktuell, seit es die Datenschutzgrundverordnung der EU jetzt gibt, die diesem Ding hier übrigens komplett zuwiderläuft, sondern ich mache das schon länger und decke eben solche Fallen im Internet auf, die Menschen vermeintlich Geschenke, Gewinnspiele, Autos, Reisen, Windeln, Energydrinks, Kaffee, was auch immer versprechen. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, gut, das ist eine Lüge, da hat einer Spaß und freut sich dran, dass die Leute da drunter schreiben, sowas wie ein Kettenbrief, wo sich einer freut, okay, die waren alle so doof, nein. Wenn du auf diese Geschichte klickst, wenn du das wirklich haben willst, dann landest du auf dieser Seite. Wir suchen den McDonald's-Tester. Hier auch wieder das Design so gemacht, dass es aussieht wie McDonald's, das Firmenlogo geklaut und hier auf dieser Seite fällt direkt auf, es gibt kein Impressum. Bei jeder Firma steht hier unten ein Impressum, in dem eben gesagt wird, hier ist der Verantwortliche, das sind die Kontaktdaten. Das ist hier nicht der Fall. Hier hast du einfach nur eine Seite, die eben so ein bisschen einen seriösen Eindruck macht, weil es die Firmenfarben verwendet und wir wollen uns anschauen, was steht hier drinnen. McDonald's entwickelt in jeder Saison neue Geschmacksrichtungen. Das ist ein Text, den haben die 1:1 von ihrer Seite genommen, wo die vermeintlich Tester für Milka suchen. Da passt das noch, Milka entwickelt neue Geschmacksrichtungen. Aber bei was entwickelt McDonald's neue Geschmacksrichtungen? Schmeckt die Cola plötzlich nach Minze? Oder schmeckt der Burger plötzlich nach Pfefferminz? Oder was soll das werden? Um noch mehr Produkte entwickeln zu können und nur die besten Produkte herzustellen, benötigen wir ihre Hilfe. Mit Sicherheit nicht. Dafür gibt es Marktforschungsinstitute und bevor McDonald's Produkte überhaupt auf den Markt bringt oder bevor die Öffentlichkeit davon überhaupt erfährt, dass es sie gibt, sind die schon lange getestet und für gut befunden. Deshalb suchen wir 200 Kandidatinnen, die unsere Kollektion 2019 testen wollen. Werden Sie eine davon? Super. 200 Leute. Und was ist dann, wenn die dann gewonnen haben? Werden die dann eingeflogen zum McDonald's Hauptquartier nach Amerika? Das ist hier so die nächste komische Geschichte. Wenn du mit Schokolade, die kannst du noch verschicken, aber scheiße, willst du Pommes frites, Chicken, Dinger und Burger verschicken, damit die Leute das zu Hause in Mikrowelle stellen und testen?
Hier ist ein großer Widerspruch, aber diese Seiten sind eben so gemacht, dass es sich möglichst leicht liest, dass es möglichst auf Zielgruppen anspricht. In dem Fall eben McDonald's und andere Schnellrestaurants werden häufig von jungen bis mittelalten Menschen genutzt. Es ist leicht zu lesen, es wirkt in sich schlüssig und verständlich, wenn man keine Fragen stellt. Und dann kann man sich durchaus genötigt fühlen, da mitzumachen. So. Bitte nehmen Sie an einer Mini-Umfrage teil. Anschließend werden Sie gebeten, ein Formular auszufüllen und erhalten dafür brandneue, hier schon wieder Rechtschreibfehler, erhalten dafür brandneue McDonald's-Kollektion. Kollektion, auch falsch geschrieben. Also beeilen Sie sich, wenn Sie ein Tester sein wollen. Super. Das heißt, ich erhalte die Kollektion. Sie wollen das wirklich hier, dieses Paket, hier wollen Sie mir das per Post schicken? Oder wollt ihr das einscannen und per E-Mail schicken, damit ich mir das ausdrucken kann? Das heißt, das Ganze, wenn man hier sich ein bisschen intensiver damit den Text beschäftigt, merkt man, das sind Fälle, die würde nie eine Firma machen. Das sind Schreibweisen, die würde nie eine Firma machen. Und Firmen betteln nicht in aller Öffentlichkeit um Tester. Die haben Testlabors, die haben Testpersonen. Und das sind auch nicht irgendwelche 0815-Verbraucher. Da haben die eigene Leute für. Die brauchen so etwas nicht. Und jetzt wollen wir natürlich weiter gucken, warum locken die euch dahin? Was haben die davon? Zeit stellen, gut. Ein bisschen rumtrollen ist schön, das mache ich auch gerne mal. Aber hier geht es wirklich darum, dass euch Schaden zugefügt werden kann. Ich werde euch zeigen, dass die hier jeden nehmen, egal wie schrecklich doof man sich anstellt. Mögen Sie Burger McDonald's? Gut, ja, allein dieser Satz schon wieder. Nein, mag ich nicht. Müsste Ausschlusskriterium sein. Welche Kombination wäre Ihnen lieber? Burger mit Tee natürlich, weil die auch so viel Tee anbieten. Was ist dein Liebling? Guck mal, hier wirst du geduzt, da oben wirst du gesetzt. Burger und Pommes nehme ich. Schön. Jetzt werden vermeintlich die Antworten überprüft. Bitte gebe auf der nächsten Seite deine persönlichen Daten ein. Und jetzt sind wir auf einer Seite, die nennt sich konsumentenumfrage.de. Hier ist jetzt also nicht irgendwie McDonald's.de, McDonald's.com, McDonald's Kundenportal.net oder wie auch immer. Wir sind auf einer Seite, die sich offiziell Konsumentenumfrage nennt. Hier oben steht noch, geben Sie Ihre Bewerberdaten ein. Hier unten, das haben die auch wieder einen Fehler gemacht, weil das gleiche Portal auch Gewinnspiele anbietet, wo die Autos versprochen wurden. In welcher Sprache sollen wir sie im Gewinnfall kontaktieren? Hier reden wir noch davon, dass wir uns für einen Produkttest bewerben. Auf dieser Seite heißt es noch, wir werden definitiv Produkttester. Und jetzt steht hier etwas von Gewinnfall. Und ich konnte eben Deutsch und Englisch und Sonstige auswählen. Sonstige ist immer sehr lustig, dann ruft dich ein Inder an. Wunderbar. So. Hier werden jetzt persönliche Daten abgefragt. In diesem Fall Name, Vorname, Nachname, Telefonnummer. Das kommt nächste, erste Mal die E-Mail. Und dann sollst du dich eben hier anmelden können. Das Problem ist, wir sind jetzt hier nicht bei McDonald's, wie auch hier wieder die Aufmachung der Seite bewirbt. McDonald's Produkttester gesucht. Nein, es handelt sich hier nicht um McDonald's. Wir gehen hier bei Impressum. Und wir sind bei der MyGimme GmbH. Das ist der Verantwortliche für diese Seite. Und die MyGimme GmbH ist ein bekannter Datenhändler. Und jetzt kommen wir auch zum Punkt. Es handelt sich hier um Datenhändler, die euch mit diesen falschen Versprechen dazu bringen wollen, hier eure Daten einzugeben und abzuschicken. Allerdings ist diese Seite mit dieser wieder auf einer anderen Weise verbunden. Derjenige, der diese Seite erstellt hat, hat hier bei Facebook inseriert und bekommt dafür, dass ihr euch über seinen Link hier anmeldet, vom Hauptverantwortlichen dieser Seite Geld dafür, dass er Nutzer bringt. Warum, könnte man sich jetzt denken? Und die Frage ist leider sehr einfach beantwortet. Die persönlichen Daten, die du hier eingibst, erstmal sieht das nur nach Name, Vorname, E-Mail aus, als nächstes kommt Adresse, als nächstes kommt Telefonnummer. Die gehen an eine riesenlange Liste an Firmen, die deine ganzen Daten bekommen. Und das sind nicht gerade die nettesten Firmen. Da sind große Energieunternehmen, große Verlagsunternehmen dabei und deine Daten gehen auch an Hardcore-Kriminelle, wie zum Beispiel Zeitschriften und Lottobetrüger, die dich dann telefonisch terrorisieren und dir einreden, du hättest bei ihnen Lotto gespielt und wärst jetzt in einem Vertrag und kämst nicht raus, es sei denn, du bezahlst Geld oder sagen dir, du hast eine Reise gewonnen und müsstest eine Zeitung abonnieren, weil es dich sonst viel Steuern kostet.
Ich möchte euch jetzt noch einmal in kurzen Ablauf zeigen, mit wem ihr es da zu tun habt, welche Firmen alle eure Daten kriegen, wenn ihr meint, ihr könnt auf Facebook irgendwelche tollen Geschichten finden, wo ich irgendwelche Schätze versprochen werde, irgendwelche Gratis-Sachen versprochen werde. Bitte, markiert keine Freunde, fallt da selber nicht drauf rein, meldet solche Seiten und warnt andere Freunde, die euch da drauf vielleicht markieren. Dieses Video soll eine kleine Waffe, ein kleines Argument sein, um zum einmal zu zeigen, wie funktioniert das, warum funktioniert das und was könnt ihr selber dagegen tun. Ihr könnt dadurch, dass ihr euch solchen Geschichten verweigert und euch nicht hypen lasst, verhindern, dass euch eine riesenlange Liste an Firmen anrufen. Hauptsponsoren, also jede dieser Firmen hier bekommt eure Daten. Burda vermittelt Reise- und Zeitschriftenangebote, Medien Total, Zeitschriften, Verlagsangebote, Energie, nochmal Verlag, Kabel Deutschland, Vodafone, Internet. Das sind die sogenannten Hauptsponsoren. Dann gibt es noch Qualifizierungssponsoren, die auch alle eure Daten kriegen. Elite Premium Service AG aus der Schweiz, die ganz dubiose Geschichten macht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, hier Lotto, Verlagswesen. Tiernahrung, die lieben Menschen hier dürfen überhaupt nicht mehr arbeiten, weil die Daten aus diesen unseriösen Quellen kaufen, die machen es trotzdem noch. Pflegehilfsmittel, Angebote aus Verlagswesen. Diese ganze Bandbreite an Geschichten bekommt ihr, wenn ihr euch hier anmeldet. Die rufen euch an, die spammen euer E-Mail-Fach zu und die werden euch nicht mehr in Ruhe lassen. Und ich möchte euch jetzt noch einmal kurz zeigen. Gut, hier müssen wir noch auswählen, dass wir ein Mann sind und auf Deutsch kontaktiert werden wollen, wie sich so etwas weiterentwickelt. Hier sollst du jetzt deine ganzen Daten eingeben. Ich habe hier jetzt irgendwelche ausgedachten Daten, um das eben einmal zu demonstrieren. Nehmen wir irgendein Datum und dann steht hier auch schon dein Name, damit das schön echt klingt. Herr Zylinder, schön. Mitmachen. Anschließend kommt jetzt noch plötzlich diese Umfrage hier. Es ist keine Rede mehr davon, dass wir irgendetwas für McDonald's testen oder dass McDonald's uns dankt für unser Hilfsangebot. Hier geht es jetzt darum, nochmal herauszufinden, womit kann man dich am besten anrufen. 80% der Haushalte in Baden-Baden, die Fake-Stadt, die wir jetzt genommen haben, zahlen zu viel für ihren Strom. Wir helfen ihnen dabei, Tarif zu finden. Das gleiche ist, haben sie Haustiere, rufen sie dich an für Futter. Sichern ihnen 400 € Bonus. Dann gewinnst du irgendwas und sollst Zeitung abonnieren. Zahnzusatzversicherung. Zeitung abonnieren. Und das war's. Dann wollen sie dir noch weitere Abos andrehen. Dann schicken sie dir eine E-Mail, die du bestätigen sollst. Und ob du diese E-Mails bestätigst oder nicht, nach geltendem Recht dürfen sie die Daten, die du jetzt gerade eingegeben hast, weil du da vielleicht drauf reingefallen bist, nicht benutzen. Nicht erst seit der Datenschutzgrundverordnung. Die haben sich auch schon vorher daneben benommen und die dürfen diese Daten höchstrichterlich nicht für Anrufe benutzen. Und jetzt sollen wir noch mehr Geschichten abonnieren. So, ich habe euch jetzt ziemlich viel erzählt. Ich hoffe, es landen viele Leute hier aus dieser Facebook-Liste. Ihr dürft euch gerne mal zu erkennen geben, damit ich weiß, wie viele Menschen das Video von dort aus gesehen haben. Den anderen Zuhörern bedanke ich mich auch vielmals, dass ihr mal wieder zugehört habt. Vielleicht hat der ein oder andere noch etwas gehört, das er nicht kannte. Und ansonsten haben wir ein paar schöne Fake-Seiten gesehen und sind uns sicher, dass wir die Seite Best Food oder andere, die sich widerrechtlich den Namen McDonald's aneignen und die widerrechtlich Menschen in irgendwelche Daten fallen, in schlechtester Grammatik und Rechtschreibung locken, leider noch so lange ihr Unwesen treiben werden, wie andere Menschen, Familien und Freunde mit dieser Geschichte in die Falle locken. Lasst euch nicht verarschen im Internet, lasst euch nicht verarschen am Telefon, achtet auf eure Daten, das ist das Wichtigste, was ihr im Internet machen könnt und der Rest kommt von ganz alleine. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich konnte euch ein ganz klein bisschen helfen.